Servus, Salve und Hallo. Heute ein bisschen später, aber dafür habe ich die Haare schön. Das nutzt zwar euch nichts, aber mir. Ich fange mal den DAX an mit der Wochenkerze. Das ist nämlich eine richtig schöne, also Xetra-DAX auf Wochenbasis. Dieser Doppelboden etabliert sich mehr und mehr. Ja, hier mit dem Hammer, der nach wie vor als das wichtigste oder die wichtigste Unterstützung gilt für die nächsten Wochen und Monate. 12.394. Wir haben eine schöne Kerze gemacht und wir schließen in der Nähe des Wochenhochs. Momentan hier um 20.39 Uhr ist der DAX bei 13.514. Rein vom Chart her, das werden wir gleich beim Tag noch besser sehen, haben wir als nächsten Widerstand im Bereich der 20-Wochen-Linie in Verbindung mit diesem Gap, was wir haben von der Woche vom 10. Juni. Das ist 13.761 und die 20-Wochen-Linie ist bei 13.794. Das ist der einzige Widerstand. Wir haben, ich werde ihn auch gleich rausnehmen, diesen Trend hier endgültig mal verlassen. Und jetzt gucken wir uns die ganze Geschichte mal auf Tagesbasis an. Und hier ist der Tag. Als allererstes diesen blauen Trend hier, den nehme ich raus. Ich denke, der hat seine Schuldigkeit getan. Wir haben ihn nach oben verlassen. Der hat oft geholfen, von daher, jetzt hat er seine Schuldigkeit, wie gesagt, getan. Den kleinen hier, diese Bullenflagge, den lasse ich aber drin. Deswegen rein vom Chart her habe ich jetzt also hier, das ist jetzt Montag, bei einer Unterstützung bei 13.250. Und das ist der eben schon angesprochene Widerstand, das Gap vom 10.06. bei 13.761, Xetra. Und das verläuft ja auch in etwa mit der 20-Wochen-Linie der Bollinger Bänder im, wie gesagt, Wochenbereich. Das ist eigentlich die Pflicht. Das sollte er jetzt schaffen. Wir sind hier schön über das 13.400 drüber und wir haben es auch langsam gemacht. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was mir nicht gefallen hat, waren die Umsätze. Ich fand die jetzt nicht so prickelnd, aber das sieht in Ordnung aus. Das ist für mich hier Pflicht. So an die 13.800, das sollte er eigentlich tun. Da liegt auch jetzt momentan das obere Band, steigt ein bisschen, das untere verändert sich gar nicht und wir sind positiv über das MACD. Wir sind weiterhin überkauft, aber immer noch positiv über den Oszillator. Das finde ich grundsätzlich, das sollte er machen mit dieser Unterstützung hier, 13.250. Wir haben Ruhe von EZB und FED jetzt bis in die erste Woche September. Das heißt, da passiert eigentlich nichts. Jetzt Nennenswertes für die Zinsen sollte keinen großen Einfluss haben auf den Dollar. Von daher aber ein bisschen Ruhe. Die großen Techs haben die Zahlen geliefert. Und bis auf Metaverse waren die gut bis sehr gut. Ja, Amazon heute, das war ja schon der. Also hätte ich nicht gedacht, nachdem die Walmart-Zahlen so schlecht waren. Wir haben nächste Woche hier, wo ist mein Kalender? Hier ist er. Haben wir ganz viele Zahlen. Manche sind schon bekannt, manche noch nicht. Montag ist noch nichts, ja, und dann haben wir am Dienstag Fresenius Medical Care, da gucke ich persönlich nicht so drauf. Covestro hat vorhin schon was gesagt, war nicht so schick, auch Uniper, aber auch da gucke ich nicht drauf. Dann haben wir am Mittwoch BMW, Hugo Boss, wir haben die Infineon, da kommt, was haben wir noch, Commerzbank, Vonovia, muss man auch mal drauf schauen, Siemens Healthineers. Und ich handle sie nicht, aber viele schauen drauf, auf TeamViewer. Am Donnerstag kommt dann Adolf Dassler, aber das ist ja auch schon ein bisschen bekannt. Die Bayersdorf, die, was haben wir denn sonst noch hier? Da kommt noch die Lufthansa. Das wird spannend. Ja, das, ich meine, auch die sind schon so annähernd bekannt, aber das wird mit Sicherheit interessant. Lanxess, na gut, schaue ich auch nicht so drauf. SGL Carbon, ja, wer es mag. Dann, was haben wir denn sonst noch? Zalando, tja, das meine ich auch eigentlich schon bekannt. Hensoldt, das wird bestimmt auch gut, also interessant. Kommt am Freitag Allianz, Deutsche Post und das war's. Also da ist einiges nächste Woche. Wie gesagt, manche sind bekannt, manche nicht. Also ich finde nochmal, das ist hier die Pflicht. Ob er eine Kür drüber macht, weiß ich nicht. Ich finde es hoch im technischen Bereich. Ich habe momentan keine Verkaufssignale, also ich finde, der hat noch Platz. Und dafür habe ich jetzt folgende Scheine rausgesucht. Und zwar ein Call mit der Basis 12.908. Ich gehe nicht
ganz hier unter dieses letzte Verlaufstief. Ich gehe unter die 20-Tage-Linie. Ja, weil nochmal, auch wenn wir jetzt viele Sachen erstmal aus dem Weg haben, da gibt es immer noch die Ukraine, da gibt es immer noch Gas. Schick ist es nicht, keine Frage. Also vor allen Dingen sicher ist es nicht. Deswegen habe ich einen 12.908er genommen, der liegt noch unter der 20-Tage-Linie, die ist jetzt bei 12.989. 21er Hebel, also 21,6 im Moment, keine kleine Kiste. Das ist die GK8068. Als Put habe ich eingenommen, der jenseits der 14.000 liegt. Und zwar nicht nur hinter diesem Gap hier, sondern auch hier weiter hinter. Und zwar ist es die 14.226, trotzdem ein 18,4er Hebel. Das ist die GK6CRR. Also ich finde es nach wie vor super spannend. Die Einzelwerte bewegen sich auch ganz toll. Und es ist also nach wie vor, meiner Meinung nach, für jeden was dabei. Long, Short, Währungen, Gold, ja, hat sich auch gut entwickelt in den letzten Tagen. Und natürlich der Index und die Aktien. Ja, also da ist schon noch einiges. Macht richtig Spaß. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.